Das Wort dem Kollegen Dr. Marco Buschmann, FDP. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Bundeskanzler Willy Brandt gab seiner Regierung ein Leitmotiv. Er sagte, wir wollen mehr Demokratie wagen. Wir Freien Demokraten knüpfen heute an diesen Gedanken wieder an. Mit unserem Gesetzentwurf wollen auch wir sagen, wir wollen mehr Demokratie wagen, mehr parlamentarische Demokratie in der Pandemie, meine Damen und Herren. Dass das Parlament in der Pandemie gestärkt werden muss, hat die letzte Plenarwoche bewiesen. Der Gesundheitsminister hielt hier eine Regierungserklärung, und während er sprach, plante das Kanzleramt bereits tiefgreifende Grundrechtsbeschränkungen auf infektionsrechtlicher Grundlage. Diese Dinge wollte die Kanzlerin dann in einer Besprechung mit dem Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentin, also einer MPK, durchsetzen. Dazu verlor der Minister hier im Plenum kein Wort, die Kanzlerin auch nicht. Stattdessen ließ sie am Donnerstag in einem Parteigremium die Katze aus dem Sack. Das wurde an Medien durchgestochen. Ab Donnerstagabend gab es dann Berichterstattung dazu. Der Freitag war als Sitzungstag abgesagt. Und später legte die Kanzlerin ihre Beweggründe nicht hier im Parlament, sondern in der Bundespressekonferenz dar. Der Journalist Robin Alexander kommentierte die Vorgänge in der Tageszeitung Der Welt vom 22. Januar dieses Jahres wie folgt. Und ich zitiere, blamiert ist der Bundestag und weiter, das grenzt an Selbstaufgabe. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, das Parlament ist die Herzkammer unserer Demokratie. Behandelt wurde sie in den letzten Wochen aber wie ein Wurmfortsatz. Es sollte die gemeinsame Überzeugung aller Parlamentarierinnen hier sein, das nicht länger hinzunehmen, und dem dient unser Gesetzentwurf. Die Bundesregierung verschärft mit ihrem neuerlichen Vorgehen ein altes Problem. Die Gewaltenteilung wird schon seit Jahren durch ein Phänomen untergraben, das der CDU-Kollege Thomas de Maizière in seinem sehr lesenswerten Buch »Regieren – Innenansichten der Politik« wie folgt beschreibt, und ich zitiere, »Zentrale, wichtige Entscheidungen verlagern sich zu sehr weg von Bundesregierung oder Koalitionsausschuss, Bundestag oder Bundesrat hin zu den Besprechungen der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs der Länder.« Und ich zitiere weiter seine Empfehlung. Die Besprechung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten darf nicht zur Hauptinstanz der politischen Willensbildung in Deutschland werden. Meine Damen und Herren, der Kollege de Maizière hat recht. Aber das genaue Gegenteil betreibt diese Bundesregierung. Sie macht aus der MPK die Hauptinstanz der politischen Willensbildung in der Pandemie. Das geht jetzt schon ein Jahr lang so. Wie lange wollen wir das eigentlich hier noch hinnehmen, meine Damen und Herren? Bei der Stellung des Parlaments geht es nicht nur um demokratische Legitimation und um Gewaltenteilung. Es geht auch um die Qualität der Beschlüsse, die dabei am Ende rauskommen. Die MPK ist auf Dauer kein gutes Entscheidungsformat. Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen sind in der Corona-Krise dauergestresst. Sie sind durchweg Generalisten, keine Spezialisten. Das Phänomen des Gruppendenkens setzt ein. Es führt selbst bei kompetenten Personen zu schlechteren und realitätsferneren Entscheidungen. Das hat die Wissenschaft immer wieder gezeigt. Und zudem lassen mehr und mehr Aufmerksamkeit und Konzentration dort nach. Der Ministerpräsident Bodo Ramelow hat das erst vor wenigen Tagen in seinem Candy Crush-Geständnis zugegeben, meine Damen und Herren. Und so wundert es auch nicht,
dass viele Ministerpräsidenten in der MPK erst immer wieder Beschlüssen zustimmen, von denen sie sich dann wenige Stunden später auch schon wieder in Teilen lossagen, meine Damen und Herren. Das ist doch verrückt. Und so wundert es auch nicht, dass nach solchen Sitzungen Novemberhilfen verkündet werden, die gegen das Beihilfenrecht der EU verstoßen, dann erst wieder nachgebessert werden müssen, mit der Folge, dass viele Betroffene heute immer noch auf diese Hilfen warten. Meine Damen und Herren, die Bürgerinnen und Bürger haben Besseres als das verdient, und dem dient unser Gesetzentwurf. Die Lösung für mehr parlamentarische Demokratie in der Pandemie sieht wie folgt aus. Möchte die Bundesregierung in der MPK eine bundesweit einheitliche Pandemiepolitik durchsetzen, dann braucht sie auch eine Zustimmung des Deutschen Bundestages dafür. Denn bundesweite Angelegenheiten bedürfen einer bundespolitischen Legitimation. Wenn nämlich die Bundesregierung mit bundesweiter Wirkung jenseits der technischen Kompetenzen des Bundes tätig wird, dann muss sie der Bundestag dabei auch politisch effektiv kontrollieren und steuern können. Und genau das ermöglicht unser Gesetzentwurf. Der Bundestag ist auch schnell handlungsfähig. Das hat er immer wieder bewiesen. Die Bundeskanzlerin kann auch jederzeit eine Sondersitzung verlangen, schon von Verfassungswegen. Und deshalb frage ich mich, was man überhaupt dagegen haben können sollte, als Parlament seine Steuerungs- und Kontrollfunktion in dieser Weise effektiv auszuüben. Meine Damen und Herren, das sollte unser gemeinsames Interesse sein. Dass man das Parlament in der Pandemie stärken kann, zeigt heute Morgen übrigens das Land Nordrhein-Westfalen. Die Koalition aus Union und FDP unter der Führung von Armin Laschet und Joachim Stamp bringt in diesen Stunden ein Gesetz zur parlamentarischen Absicherung der Rechtsetzung in der Covid-19-Pandemie ein. Die Süddeutsche Zeitung schreibt über diese Initiative, dass sie unter einem Motto von Willy Brandt stehen könnte: Mehr Demokratie wagen. Mehr Demokratie wagen. Wir wollen heute auch im Bund mehr Demokratie wagen, mehr parlamentarische Demokratie in der Pandemie wagen. Und genau dem dient unser Gesetzentwurf. Nächster Redner ist der Kollege Rudolf Henke, CDU.